Wilson Kipsang beim Zieleinlauf. Es sind nur noch wenige Meter, nur noch ein paar Sekunden. Die Festhalle bebt. Nur 4 Sekunden über dem Weltrekord. Mit 2 Stunden, 3 Minuten, 42 Sekunden gewinnt der Kenianer das Rennen. Die zweitschnellste Zeit aller Zeiten und ein sagenhafter Streckenrekord beim 30. BMW Frankfurt Marathon. 24 Stunden vorher. Rekord auch bei der Teilnehmerzahl. 15.000 Läufer holen sich ihre Startnummern ab. Beim Jubiläumsmarathon wollen so viele mitlaufen wie noch nie. Ja, dabei sein ist alles, ankommen. Da ist auch der kleine Mann mal ganz groß. 2 Stunden vor dem Lauf. Es herrschen Idealbedingungen. 12 Grad und bedeckter Himmel. Für mich ist das ein Lebensgefühl, das Laufen. Hauptsache ankommen. Und wenn zurück zum Schluss noch gegangen werden muss, dann ist das eben so. Für die Laufsportelite wird der BMW Active E als Führungsfahrzeug startklar gemacht. Der Einsatz des rein elektrisch betriebenen Automobils ergänzt sich gut mit dem Konzept des BMW Frankfurt Marathons. Wir machen sehr viele Initiativen, um den Marathon grün zu machen. Immer mehr im Umweltkonzept, ein Abfallkonzept, ein Energiekonzept. Und da passt natürlich der Active E hervorragend rein. Im Dow Jones Sustainability Index sind wir zum 7. Mal in Folge als die nachhaltigste Automobilfirma weltweit ausgezeichnet worden. Und das Laufen ist eine sehr nachhaltige Sportart. Insofern ist das schon mal von der Marke her und vom Unternehmen her ein toller Match für uns. 5, 4, 3, 2, 1. Über 42 Kilometer haben die Teilnehmer vor sich. Die Strecke führt durch die Innenstadt, entlang des Mains und durchs Bankenviertel. Es ist eine sehr, sehr schnelle Strecke. Sie ist flach, sie ist mit wenig Kurven versehen und dadurch natürlich auch weniger, sag ich mal, anspruchsvoll, aber gleichzeitig anspruchsvoll, weil man eben sehr schnell laufen kann. Das Feld der Männer beim BMW Frankfurt Marathon ist das Beste in der Geschichte des Laufes. Wilson Kipsang, André Pollmecher und Jan Fitschen. Bei den Frauen gehört Sabrina Mockenhaupt zu den Topläuferinnen. Wenn man sich das Starterfeld anguckt, dann sind das doch 20, 25 Läufer, die da schneller sein könnten als ich. Und das macht den Frankfurt-Marathon natürlich auch sehr bedeutsam. Es ist ein wahnsinniges Elitefeld. Dazu gehört auch eindeutig der 29-jährige Favorit Wilson Kipsang, der bereits vor dem Lauf die Jagd auf den Weltrekord ankündigte. Auch Jan Fitschen hat ein Ziel vor Augen. Er möchte die Qualifikationsnorm für Olympia 2012 schaffen. Ich habe im Prinzip wirklich ein halbes Jahr jetzt gearbeitet, um an diesem Tag schnell laufen zu können. Und von daher, das ist schon sehr, sehr wichtig. Anfeuern, jubeln, trommeln. Tausende Zuschauer sorgen entlang der Strecke dafür, dass die Läufer nicht an Tempo verlieren. Also die Stimmung ist grandios. Ich bekomme hier immer Gänsehautgefühl. Das Jubiläumsrennen wird zum längsten Straßenfest des Jahres. Entlang der Strecke bietet auch BMW Attraktionen für Groß und Klein. Super zu sehen, wie engagiert die Leute sind. Die Kinder haben Spaß und wir haben auch unseren Spaß. Alles wunderbar. Fitschen liegt weit vorne. Anders sieht es dagegen bei einem anderen deutschen Hoffnungsträger aus. André Pollmecher scheidet nach rund 30 Kilometern aus. Und Fitschen durchquert als bester Deutscher mit 2 Stunden, 15 Minuten und 40 Sekunden das Ziel. Also ich weiß gar nicht, ob die Beine mehr wehtun oder die Ohren, weil wir so angefeuert worden sind. Verzeihung. Ich bin so erleichtert und so glücklich, dass das jetzt so gut geklappt hat. Fantastisch. Weltklassezeiten auch bei den Frauen. Die Äthiopierin Mamitu Daska läuft mit 2 Stunden, 21 Minuten und 59 Sekunden einen Streckenrekord. Ganz vorne mitmischen möchte auch die deutsche Sabrina Mockenhaupt. Sie hat bereits 2008 gewonnen. Ich freue mich auch ganz besonders auf diesen Empfang in der Festhalle. Und das ist einfach schon mal das mega Besondere hier in Frankfurt. Als Neunte läuft sie schließlich durch das Ziel. 1 Minute schneller als im Vorjahr und im Bereich ihrer Bestzeit liegt Inga-Lena Heuk.
also ich bin zufrieden mit dem Ergebnis an sich schon, aber ich habe mich heute ziemlich gequält, muss ich sagen. Der 30. BMW Frankfurt Marathon. Ein grandioser Tag mit sensationellen Streckenrekorden geht zu Ende. Frankfurt gehört nun neben Berlin zu den schnellsten Rennen der Welt.